Scheint ja ganz gut zu funktionieren. Das ist auch gut so. Du kannst ja froh sein. Ich bin froh, dass Mama nicht in den Knast muss. Du bist ja dumm gelaufen. Was hast du eigentlich? Du tust so, als wäre das meine Schuld. Ich versuche, Mama zu helfen. Das weiß ich doch. Es ist nur so schade um Palino. Es ist gerade so schön, wo wir beisammen sind. Ja, ich weiß. Aber Mama braucht das Geld mehr als das Haus. Und wir brauchen das Haus auch nicht. Also nicht wirklich. Einleuchtend und vernünftig. Wie alles bei dir. So, Limo. Willst du auch ein? Klar. Ist was? Ja. Mama will das Haus nicht mehr verkaufen. Ich bin schwanger. Was? Wie bitte? Du wirst Papa. Und du Großmutter. Echt? Wirklich? Sieht ganz so aus. Sollen wir heiraten? Wenn du willst. Ja, aber klar, warum meine ich Musik? Schwiegermutter und Großmutter an einem Tag. Tja, fast ein bisschen viel für einen Nachmittag. Ja, wer weiß, was noch kommt. Ist es okay, Mama? Meine Kleine, aber natürlich, ich freue mich so für euch. Ich wünschte mir, Papa könnte das noch erleben. Ich glaube, ich gehe jetzt wohl besser. Es war wirklich ein großes Vergnügen, Sie alle kennengelernt zu haben. Alles Gute. Ich begleite Sie noch zur Tür, Robert. Das ist ein richtig netter Mann. Der denkt nur wahrscheinlich, wir haben nicht mehr alle Tassen im Schrank. Aber jetzt, wo Mama nicht mehr verkaufen will, ist er natürlich ein sehr netter Mann. Das ist doch alleine Mamas Entscheidung. Ja, und warum bin ich denn heute die Polte hergeflogen? Zum Spaß? Mensch, wir werden schon eine andere Lösung finden. Wie zum Beispiel schwanger werden? Ja. Vielleicht kommst du ja sogar auf den Geschmack. Kernessen ist jetzt nicht so eine gute Idee, aber keine Sorge, ich kenne erste Hilfe. Ciao, Alfredo. Buon appetito, Natale. Zeit nachholen. Oh.
Warum hast du mich damals gehen lassen? Weil ich nicht den Mut hatte, dich zu halten. Und ich hatte nicht den Mut zu bleiben.